Aber jetzt erstmal zurück zu der männlichen U18. Das 100-Meter-Finale, da ist der Start gefallen. Und Felix Schulze, Louis Schuster, oder? Wie sieht's aus? Es ist der Hamburger, der es letztlich für sich entscheidet. Felix Schulze, was für eine souveräne Vorstellung vom Hamburger. 10:64, das ist seine offizielle Siegerzeit. Louis Schuster dahinter in 10:80.